Es gibt nichts Schöneres wie was Schönes. Sakra! Was ist jetzt das? Da steht wieder einer drinnen, ne? Das sind Energiepflanzen. Ach, Energiepflanzen sind das? Ja, genau. Und der Hanf ist ein wichtiger Bestandteil dieser Wildpflanzenmischung. Wir haben hier im Rahmen unseres Wildpflanzenprojekts Rhön-Grabfeld über 100 Hektar von den Blühflächen zur Energiegewinnung angebaut. Das sind alles artenreiche, mehrjährige Mischungen, die wir hier als Ergänzung zum Mais etablieren wollen. Und das Feld hier mit dem Hanf, das ist jetzt im ersten Anbaujahr. Ach, im ersten Anbaujahr? Genau. Ja, gibt es denn schon Felder im zweiten oder dritten Anbaujahr? Na klar, komm mit, wir wollten sie eh gerade anschauen. Und so schaut das Feld dann im zweiten Jahr aus. Ja, Mai, Stockrosen und was da sonst noch alles wächst, so schön. Und das Beste, am Ende des Sommers landet alles in der Biogasanlage und wird zu Strom und Wärme. Das hört sich ja wirklich gut an. Ja, und ist ein Gewinn für alle, also für Landwirte, für Biogasanlagenbetreiber, Naturschutzverbände, Jäger, Imker. Ja, aber rechnet sich denn das Ganze dann überhaupt? Weil aus einem Hektar Blühpflanzenfeld bekommt man bestimmt nicht den gleichen Gasertrag wie aus einem Hektar Mais. Also Schorsch, du hast natürlich recht. Das mit der Finanzierung ist wirklich eine Herausforderung. Aber die Frage ist ja eigentlich, was ist uns so eine schöne Blumenwiese überhaupt wert? Und mit Biogas haben wir die Chance, aus den schönen Pflanzen noch Energie zu erzeugen und Erlöse zu generieren. Und schau da vorne, das hier ist jetzt eine Fläche im dritten Anbaujahr. Die Herausforderung beim Anbau ist es, dass sich die Arten im Laufe der Jahre nicht gegenseitig verdrängen. Und das ist uns hier gelungen. Ja, wir produzieren hier nicht nur erneuerbare Energien, sondern wir schaffen auch Lebensräume. Ich bin echt begeistert. Das ist ein großer Schritt in Richtung Natur- und Klimaschutz. Der Ausflug hat sich für mich wirklich gelohnt. Vielen Dank für die spannenden Dankeschön. Informationen und viel Erfolg mit eurem Projekt.